Ja, herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es um 15 Möglichkeiten für mehr Produktivität und um 15 Möglichkeiten, die dir quasi einen besseren, ja, Tag verschaffen. Ja, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Zlatko Sterzenbach, Der perfekte Tag, und ich möchte jetzt eigentlich heute mit dir ja so meine Erkenntnisse aus diesem Buch und aber auch noch aus anderen Büchern ja mit dir teilen. Und es geht einfach darum, ja einfach mal zu schauen, ob es wirklich möglich ist, ja so einen perfekten Tag zu kreieren, ob das eine Illusion ist oder ob es tatsächlich möglich ist. Und ich denke einfach, die Antwort drauf, ja, die muss sich ja letzten Endes jeder selbst geben. Jedoch ist es ja aus meiner Sicht ohne Zweifel möglich, ja seine Tage und die Qualität seiner Tage ja einfach zu verbessern. Und ja, letzten Endes ist ja einfach die Frage, wer nicht gern bessere Tage hätte. Ja, also ich denke, da gibt es keinen, der sagt, nein, hier, ich hätte gern ja weniger gute Tage. Wie gesagt, das Buch, was ich dir dazu empfehlen kann, ist ja von Zlatko Sterzenbach, ja, Der perfekte Tag. Ich stelle dir einfach den Link auch unterhalb des Videos nochmal ja zur Verfügung, damit du dir das ja auch nochmal im Detail anschauen kannst. Und letzten Endes ist es einfach so, was wir aus unserem Leben und damit unseren Tagen machen, das ist zum größten Teil von unseren Gewohnheiten abhängig. Und daher ist es halt einfach von enormer Bedeutung, ja, welche Gewohnheiten wir uns quasi im Laufe unseres Lebens ja dementsprechend angewöhnt haben. Und manche Gewohnheiten bringen uns weiter und dann gibt es halt eben auch Gewohnheiten, von denen sollten wir uns trennen. Jetzt habe ich dir hier mal einen kleinen Überblick über diese 15 Möglichkeiten, also über meine Erkenntnisse ja gemacht. Ich möchte hier eigentlich nur noch im Schnelldurchgang einfach durchgehen und einfach nur so das, was mir da dazu ja quasi aufgefallen ist, das gerne mit dir teilen, damit das Video jetzt hier auch nicht zu lang wird. Erkenntnis Nummer 1 war, ja, ein guter Tag lebt von einem guten Start. Ja, und es ist ja so, unser Körper verliert über Nacht ja einiges an Flüssigkeit und deswegen sollten wir einfach diese Flüssigkeit ja unserem Körper ja einfach wieder zurückgeben. Also deswegen, wenn du morgens aufwachst, vielleicht eine Flasche Wasser neben das Bett oder ein Glas Wasser und dann einfach ja zuerst mal ein Glas Wasser trinken. Und wie ich meinen Tag auch immer noch beginne, ist einfach ja, dass ich einfach bin nach dem Aufwachen ja einfach noch ein, zwei Minuten liegen bleibe und für mich einfach nochmal so den Tag so durchgehe, was ich heute eigentlich erreichen will oder meine Ziele einfach so mal kurz so visualisiere, damit ich einfach ja voller Motivation in den Tag starte. Erkenntnis Nummer 2 war ganz einfach, plan deinen Tag. Ja, also ich bevorzuge es im großen Ganzen, ich mache es nicht jeden Abend, manchmal mache ich es auch am Morgen, aber am liebsten ist es mir, wenn ich am Abend zuvor meinen Tag plane. Du kannst es aber auch, wie gesagt, an dem Morgen dann eben machen. Das hilft ganz einfach, ja, dass man sich fokussiert, dass man die wichtigen Dinge im Blick hat und die wichtigen Aufgaben von den weniger wichtigen Aufgaben einfach trennt. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ja, dass man einfach entspannter eben durch den Tag geht, ja, und wenn man einfach weiß, ja, was letzten Endes ja getan werden muss. Ich kann das einfach mal hier noch drunter schreiben. Abends oder Abend davor oder morgens. Ja, Erkenntnis Nummer 3 war einfach mal öfters einen Mikrourlaub machen. Und zwar, ja, was ist jetzt unter dem Begriff Mikrourlaub zu verstehen? Das ist ganz einfach, dass du ein bisschen mentales Training für dich ja betreibst und einfach in Gedanken, also deine Augen schließen, einfach in Gedanken, ja, dich an einen Ort begibst, ja, an den schönsten Ort, wo du dir vorstellen kannst, vielleicht auch ein Ort, wo du schon mal warst und dann eben dort verbleibst. Ja, das muss keine Meditation von einer Stunde sein. Das reicht einfach hier, wenn du das so 2, ja, bis 10 Minuten machst. Und das kannst du über den Tag verteilt ja in deinen Alltag eben mit einbauen und du wirst einfach mit der Zeit merken, dass du ruhiger wirst, dass du belastbarer wirst und das überträgt sich dann natürlich auch auf den Beruf. Ja, und dann war noch ein Tipp drin, ja, zum Beispiel Bewegung, ja, Training. Und ich habe es jetzt einfach mal hier unter dem Begriff Geh joggen zusammengefasst. Und zwar geht es hier einfach darum, dass du dich einfach, ja, täglich mal für 30 Minuten an der frischen Luft bewegst. Und das sollte eigentlich so mindestens sein, schreibe ich auch mal da hinten dran, mindestens 30 Minuten. Ganz einfach, ja, weil
Weil es zum einen natürlich hast du dementsprechend ja, mehr Sauerstoff, das heißt, du kannst dich halt dementsprechend zufolge auch besser konzentrieren und für die Figur ist es natürlich auch nicht ganz, ganz verkehrt. Dazu sei gesagt, es muss gar kein Hochleistungssport sein, ja. Am besten ist, du läufst einfach für dich in der richtigen Herzfrequenz, also in deiner Trainingszone, sage ich mal. Und dazu fragst du am besten einfach deinen Arzt, wie deine Trainingszone dann ist. Oder gönnst dir einfach eine gute Pulsuhr. Ich kann da die Pulsuhren von Polar empfehlen, da habe ich selbst eine. Da kannst du einfach deine Trainingszone vor jedem Lauf selbst ermitteln und kannst dann in diesem Bereich quasi, ja, für dich laufen. Lohnt sich auf jeden Fall hier nicht zu sparen, sondern sich hier was Richtiges zu holen, weil dadurch macht das Laufen halt dementsprechend auch viel, viel mehr Spaß. Dann war etwas, was ich ja weniger berücksichtigt habe, was ich aber ja in Zukunft definitiv ändern werde, und zwar ist das richtige Frühstücken. Ich war eigentlich immer jemand, der gar nicht so gern gefrühstückt hat. Ich bin dann eigentlich eher so derjenige, der so ab mittags dann isst. Aber du solltest deinen Tag mit einem Frühstück beginnen, und zwar dazu frisches Obst essen, ja. Einfach angewöhnen, bewusst zu essen. Dazu gehört einfach, ja, das Essen, ja, gut durchzukauen, und das hilft dann eben auch dementsprechend gesund zu bleiben und natürlich eben auch beim Abnehmen, wenn man ja das dann letzten Endes dann auch will. Erkenntnis Nummer 6, mache etwas, ja, das dir Spaß und Freude bringt. Und zwar solltest du dir einfach eine Aktivität überlegen oder irgendwas, was dir Spaß macht. Und das am besten jeden Tag. Ja, einfach überlegen, was würde mir heute viel Spaß bereiten und das dann auch dementsprechend durchziehen, ja, dir das einfach auch gönnen. Ein weiterer Punkt, eine weitere Erkenntnis war einfach, mache Pausen. Das ist jetzt quasi für die Workaholics unter uns. Das ist so ein Punkt, ja, der mir ja zu Beginn relativ schwer gefallen ist. Aber seit ich mir das angewöhnt habe, schon vor einigen Monaten, mache ich also quasi alle 50 bis 60 Minuten circa 5 Minuten Pause. Und ich habe einfach festgestellt, dass umso länger ich das immer mache, ja, umso entspannter arbeite ich, ja, also die Aufgaben laufen mir leichter von der Hand, ich bin ja weniger im Stress, wenn ich arbeite, sondern es läuft einfach ruhiger. Und manchmal sind es auch keine 60 Minuten, dann sind es halt 70 Minuten, aber ich versuche immer so diesen Rhythmus ja beizubehalten. Kann ich auch mal hier, wenn du willst, gerade dahinter schreiben, alle 50 bis 60 Minuten 5-minütige Pause einlegen. So, Erkenntnis Nummer 8, arbeite mit Mindmaps. Unsere beiden Gehirnhälften, die lieben ja so diese Ordnung und unsere Struktur. Und die Mindmap-Technik ist dafür einfach super geeignet, eben Struktur und Ordnung in diesen Gehirnhälften zu schaffen. Du kannst Mindmaps auch dafür verwenden, zum Beispiel deinen Tag zu planen, ja, oder einfach für alles, wo eben deine Kreativität gefragt ist. Und wenn du ja mehr jetzt, also ich will jetzt gar nicht so sehr auf das Mindmapping eingehen, aber wenn du da dich näher mit beschäftigen willst, und das kann ich dir eigentlich nur empfehlen, dann kannst du dich auf der Webseite des Erfinders des Mindmapping ja schlau machen, und zwar ist es der Tony Busan, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, und sein Blog ist www.thinkbusan.com /blog. Und da findest du eben ja alles rund ums Thema Mindmapping. Und dann gibt es da die Erkenntnis bei mir, Erkenntnis Nummer 9, ernähre dich gesund. Sollte man eigentlich, ja, sollte eigentlich ganz normal sein, aber dennoch liegen uns manchmal Burger und Fritten mehr als, ich sag mal, Karotten und Bohnen. Und ja, und da sollten wir einfach ein bisschen umdenken, ja. Viel Obst und Gemüse essen. Versuch einfach Frittiertes so gut wie möglich zu vermeiden. Und ich bin jetzt kein Ernährungsberater, ja. Aber Obst und Gemüse soll, also nach dem, was ich schon gelesen habe, ja, gut für die Verdauung sein, soll Krebs vorbeugen, soll den Cholesterinspiegel senken. Also es macht durchaus Sinn, ja, vielleicht einfach mal
an einem Tag einen Burger dann ja einfach mal wegzulassen und durch einfach etwas Gesundes zu ernähren. Man muss ja da nicht immer gleich radikal vorgehen, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn wir uns einfach gesünder ernähren. Dann die richtige Atmung war eine ganz interessante Erkenntnis. Gerade in stressigen Situationen, ja, da hilft die richtige Atmung dabei, einfach ruhig und konzentriert zu bleiben, ja. Und Zlatko Sterzenbach, der empfiehlt quasi in seinem Buch zum Beispiel, ja, 2 Sekunden einatmen, dann 3 Sekunden eine Pause zu machen, also quasi den Atem anhalten, 6 Sekunden ausatmen, 1 Sekunde Pause und dann wieder 6 Sekunden ausatmen. Und das wird einfach dazu beitragen, ja, den Stresslevel einfach zu verringern und ja, zu vermindern. Ich schreibe dir das auch hier nochmal dazu. Das ist quasi 2 Sekunden einatmen, 3 Sekunden Pause, dann waren es die 6 Sekunden ausatmen, 1 Sekunde wiederum Pause und dann nochmals 6 Sekunden ausatmen. Also 2, 3, 6, 1, 6. Ja, dann Erkenntnis Nummer 11. Verbanne Energievampire. Hier ist einfach darunter zu verstehen, meide Menschen und Situationen, die dir einfach deine Energie abziehen. Ja, das merkst du ja relativ schnell, wenn du nach einem Gespräch oder so weniger Energie hast als vorher. Wenn dich jetzt aber trotzdem mal so ein Energievampir erwischt, ja, dann kannst du das durch schnelle Bewegung ja dich wieder in die Ruhe zurückbringen, ja. Man könnte zum Beispiel 20 Mal so hoch hüpfen, wie es geht, ja, oder einfach mehrfach so schnell wie möglich die Treppe hoch und runter laufen. Und ja, ich weiß, es hört sich zunächst etwas komisch an, ja, aber ich habe es ausprobiert und ja, es funktioniert tatsächlich. Also wenn du dich von irgendeinem, ja, so einem Energievampir quasi, wenn der dich schon mal erwischt hat, dann brauchst du halt eben gewisse Techniken, um da rauszukommen, und die funktionieren ja ganz gut. Erkenntnis Nummer 12, mach dir ein Bild von deiner Zukunft. Ich schreibe mal dahinter Drehbuch. Die Vergangenheit, ja, die ist ja vergangen, die können wir nicht mehr ändern, ja, da ist nichts mehr zu machen. Die Vergangenheit hat aber auch keinen Einfluss auf unsere Zukunft, ja, und unsere Zukunft ist, kann man sich vorstellen, wie ein weißes Blatt Papier, und du bist einfach derjenige, der dieses Blatt Papier neu beschreibt, und deswegen fange an, ein Zukunftsdrehbuch zu entwerfen und halt einfach darin fest, ja, wie deine Zukunft aussehen soll, sehe das große Ganze, und das hilft dir auch, dich ja, einfach immer weiter auch zu motivieren. Erkenntnis Nummer 3, wenn du müde bist, ja, ist ein Powernap die Lösung. Was ist Powernapping? Powernapping ist einfach, ja, ich sag mal, ein kurzer Schlaf, ja, und in der Praxis kann man das quasi so anwenden, dass man sich zum Beispiel, ja, wenn du jetzt am Schreibtisch arbeitest, dann könntest du dir so ein kleines Kissen nehmen, könntest das auf den Schreibtisch legen und dann legst du quasi den Kopf auf den Schreibtisch und nimmst dann einen Schlüssel, ja, in eine Hand, ja, und lässt die nach unten hängen. Und dann nimmst du dir eben dafür 10 bis 15 Minuten Zeit. Und wenn du dann einschläfst, dann bist du zuerst im sogenannten Alpha-Zustand. Und sobald du vom Alpha-Zustand in die Delta-Phase quasi wechselst, das ist so der Tiefschlaf, dann in dem Moment fällt der Schlüssel, weil dann wird deine Muskulatur, die wird dann den Schlüssel fallen lassen, ja. Die Hand wird sich quasi öffnen, der Schlüssel fällt auf den Boden und du wachst dann eben quasi dadurch auf. Und das ist einfach wichtig, weil du sonst Gefahr läufst, dass du ja in den Tiefschlaf gerätst, und wenn du im Tiefschlaf dann aufwachst, dann kann es passieren, dass du dich einfach wie gerädert fühlst, und das willst du ja in dem Moment, ne? Du willst ja danach fit sein, ja. Also Powernap, ganz gute Lösung, wenn du mal so während des Tages so eine kleine Müdigkeit verspürst, ja. Erkenntnis Nummer 14, stell dir bessere Fragen, ja. Ganz einfach, wer bessere Fragen stellt, der bekommt für sich bessere Antworten, und deswegen solltest du dich nicht fragen, ja, warum habe ich, ich mache es jetzt mal am Beispiel Geld, warum habe ich so wenig Geld, sondern dich einfach besser fragen, wie komme ich zu mehr Geld oder wie kann ich mehr Geld verdienen, ja, was kann ich tun, damit mehr Geld reinkommt. Also anstatt warum, ja, würde ich jetzt einfach hier dahin anstelle warum, wie. Und
Ja, Erkenntnis Nummer 15 beziehungsweise der letzte Tipp ist, lache oft und lange. Und beim Lachen ist es so, das tut niemandem weh. Ja, ganz im Gegenteil, Lachen steckt an, Lachen tut gut, Lachen ist gesund, Lachen wirkt entspannend und das Beste dran ist, es ist absolut kostenlos. Und wenn du lachst, dann kannst du nicht traurig sein. Und ich habe noch nie einen lachenden Menschen gesehen, der eine Depression hat. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen solltest du, ja, möglichst häufig am Tag lachen und das so lange wie es geht. Okay, wenn dir jetzt das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt oder einen Kommentar. In diesem Sinn wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.